14 Uhr, Börsenlaunch-Time auf dem Kanal von Wall Street Online. Und heute bin ich nicht allein. Die Woche ist sowieso voll mit Gästen. Heute habe ich mir Andreas Lipko eingeladen. Er ist der Anlageexperte von der Comdirect. Ihr kennt ihn vielleicht, er hat jahrelang mit mir einen Podcast gemacht. Und da habe ich gedacht, hole ich ihn doch einfach mal rein in die Wall Street Online Börsenlaunch. Dazu gucken wir natürlich auf die Zahlen heute von Pfizer, GM und Supermicro Computer hat auch geliefert und UPS geht gerade unter nach den Zahlen. Da gucken wir drauf und vor allen Dingen gestern hatten wir es mit Hochtief. Heute haben sie es ausgerechnet, ist alles noch nicht mal so schlimm. Wir schauen in Ruhe drauf in der Wall Street Online Börsenlounge. Hereinspaziert mit euch! Und fast hätten wir es auch im DAX geschafft. Heute früh so ein klitzekleines bisschen, 4 Pünktchen haben gefehlt. Und dann hätte der DAX ein neues Allzeithoch gehabt. Aber dann, rum, ist er wieder ein Stückchen nach unten gegangen. Aber ich will euch gar nicht so lange auf die Folter spannen. Da ist er, Andreas Lipko von der Comdirect. Hallo Andreas. Hallo Markus, danke, dass ich hier in deiner Börsenlounge auf einem deiner gemütlichen Clubsessel sinnbildhaft sitzen darf. Ja. Bin gespannt. Ich auch. Denn wir wollen dich natürlich mit einigen Fragen auch löchern, damit unsere Zuschauer was davon haben. Marktgeschehen heute früh, ich habe schon gesagt, so klitzekleines bisschen, 4 Pünktchen haben gefehlt, dann hätten wir ein neues Allzeithoch gesehen. Heute Abend Zahlen von AMD, Microsoft und Alphabet. Sehen wir dann morgen ein neues Allzeithoch, weil die alle drei überzeugen? Ja, du, eine tolle Frage. Im Endeffekt sieht man momentan, ich glaube, Investmentfondsmanager möchte man in so Zeiten nicht sein. Ja, man kann hier sehr, sehr schnell auf dem falschen Fuß landen und das kann dann wirklich schmerzhaft werden. Das sieht man. Ne? Gerade in der letzten Woche SAP und Siemens Energy, als da eben die Bombenzahlen bzw. die beiden Paukenschläge kamen, der Markt hochgeschossen, da mussten die Investmentfondsmanager rein, weil man eben auf einem neuen, ja, also jetzt zum Jahresbeginn, Jahreshöchstkurs war. Und das Gleiche sehen wir immer wieder. Man will eben keine Performance verpassen. Das letzte Jahr war schwierig, dieses Jahr wird es nicht einfacher werden. Du hast recht, wir kriegen heute eine geballte Ladung. AMD, Alphabet und Microsoft werden melden. Ich denke allerdings, dass wir hier schon sehr viel Euphorie auch in den Märkten haben und es wirklich schwierig wird, gerade wie zum Beispiel eine Alphabet, die ja auf Allzeithöchstkursniveau ist, da wirklich noch drüber zu springen. Da ist das negative Überraschungspotenzial sehr hoch. Und wir kennen das ja von der Börse, was eben nach oben fliegt, landet auch meist irgendwann auch wieder unten. Und das kann natürlich morgen tatsächlich passieren. Das heißt, alle, die heute in den deutschen Markt reingehen mussten, die können eben morgen auch wieder rausgedrückt werden. Wollen wir aber nicht hoffen, dass irgendeiner hier rausgedrückt wird. Wir wollen ja alle Gewinne mitnehmen. Aber trotzdem hat man ja am Anfang des Jahres gedacht, vielleicht kommt so ein kleiner Favoritenwechsel. Vielleicht beruhigt sich das Thema KI ein wenig und hat dann gesagt, okay, ich nehme die Gewinne auf dem hohen Niveau mit, suche mir eine andere Aktie. Aber bislang war das natürlich eine Fehleinschätzung. Ne? Man hätte einfach, es laufen die Aktien 2024, die auch 2023 gerannt sind. Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen macht es natürlich auch einen Investmentfondsmanager wieder mal schwierig. Ne? Letztes Jahr hat man natürlich dadurch ganz klar gewonnen. Man hat sich 7 der größten Tech-Werte aus den USA genommen, hat die ins Depot gepackt. Welcher Fondsmanager kann das schon machen? 14% gleichgewichtet, 7 Aktien in ein Depot. Den ETF oder diesen Fonds würde ich gerne sehen wollen, vor allen Dingen, wenn es nicht gut geht. Also das sind genau die Probleme, die wir gerade haben. Das heißt, sobald man nur eine Beimischung dazu nimmt zu den 7 Aktien, dann kann man die Performance von den Magnificent 7 gar nicht mehr erreichen. Und du hast recht, so langsam komme ich auch in Staunen. KI, sicherlich ein Hardcore-Thema. Man hat es gesehen, eine Nvidia, die verdienen da wirklich prächtig Geld. Eine Supermicro verdient damit Geld. Eine AMD wird auch weiterhin gutes Geld verdienen. Aber wo Gewinner sind, sind immer auch Verlierer. Mich wundert es momentan, die findet man kaum. Das heißt, die Verlierer, jeder gewinnt, jeder braucht nur das Wort KI irgendwie bei der Quartalsergebniskonferenz in den Mund nehmen und schon schießen die Aktien quasi to the moon. Wir kennen das Ganze. Also von daher, ich glaube, hier ist wirklich auch schon leicht eine Manie zu sehen. Ich will jetzt hier nicht den Partypooper spielen, aber einige Unternehmen werden sicherlich profitieren, aber gerade im Halbleitersektor, da bin ich relativ sicher, dass da nicht alle Unternehmen davon profitieren werden und da muss man wirklich sehr, sehr selektiv sein. Kann man denn noch von den Magnificent Seven sprechen? Wenn ich mir Tesla angucke, muss man fragen, ob nur noch 6 übrig geblieben sind oder sich die 6 neuen Partner suchen sollen. Jim Cramer hat letztens Eli Lilly ins Spiel gebracht und hat gesagt, die werden Tesla da ablösen, haben wir mal einen Pharmawert. Müssen wir mal gucken, aber Tesla ist natürlich unter Druck, wenn wir das angucken, Autobauer überhaupt, aber heute gute Zahlen von General Motors, die schieben wenigstens ein bisschen an, aber wenn du die Wahl hättest oder Build Your Dreams und Tesla, die beiden Elektroautobauer, aber aktuell im Depot eher die beiden Unfallkandidaten.
Ja, du, das ist schwierig. Jetzt hast du natürlich auch eine gemeine Paarung rausgenommen. BYD und Tesla, das sind natürlich genau die Werte, die eigentlich beides wirklich Favoriten für die kommenden Jahre sind. Eine Tesla würde ich tatsächlich noch nicht abschreiben. Ich will ja natürlich nicht sagen, die muss man unbedingt kaufen, wer die hat. Darf sich aber darauf einstellen, dass hier, bin ich mir auch relativ sicher, ein großes Überraschungsmomentum noch kommt. Denk nur an das Supercharger-Netz. Ja, wenn das mal in irgendeiner Form monetarisiert werden kann, Spin-off, Kooperation mit anderen Unternehmen, da winkt wirklich ein extrem starker Bewertungsaufschlag. Bei Tesla ist es sowieso so, dass man dieses Unternehmen nicht unbedingt als klassischen Automobilwert sehen muss. Wer das tut, der ist da komplett falsch. Das ist ein Innovationstreiber, das ist ein Unternehmen, was natürlich extrem stark durch Elon Musk einfach auch nach vorne gebracht wird. Und das muss man wissen. Und deswegen ist dieser Bewertungsaufschlag, der einfach bei den Aktien da ist, für die Teslaianer natürlich auch begründbar und auch natürlich nachvollziehbar. Und ich denke, es wird noch ein Überraschungsmomentum kommen. Ich weiß nicht genau wann, klar, sonst würde ich ja nicht hier sitzen, sondern wir beiden würden dann eben auf unserer Bahamas-Insel jeweils uns unterhalten. Aber zumindest mal ist es so, dass ich in diesem Jahr schon damit rechne, dass wir hier nochmal eine positive Nachricht sehen, die auf jeden Fall neue Bewertungsstände bei Tesla zulassen könnten. Also von daher Tesla noch nicht abschreiben, aber auf keinen Fall als klassisches Automotive-Unternehmen nehmen. BYD ist ein China-Player. Das heißt, wenn man BYD kauft, dann investiert man ja nicht quasi in der Automotive-Landschaft, in der westlichen Industrienation, sondern man setzt darauf, dass China weiter nach vorne prescht und dass das im Endeffekt dann eben sozusagen das Game ist oder beziehungsweise das Target, was man eben als Investment bei BYD hat. Tja, nur China prescht nicht nach vorne. Ne? Jetzt wird Evergrande abgewickelt und ja, die Angst wird immer größer, dass es vielleicht einen Flächenbrand gibt, der aus China dann auf andere Staaten übergreift. Ich sehe es jetzt nicht so sehr, dass wir einen Flächenbrand kriegen, aber ich sehe, dass China immer mehr in die Bredouille kommt, weil jetzt die ganzen Stützungsfunktionen, alle haben ja gesagt, ja, jetzt rein, jetzt kommt das Geld der Regierung, jetzt kommt das Geld aus Hongkong und jetzt geht der Aktienmarkt wieder steil. Aber Pustekuchen, ne? Genau das Gegenteil sehen wir aktuell wieder. Ja gut, hier kann man natürlich China Evergrande als schönes Beispiel nehmen. Das Geld ist in die Märkte gegangen, das Geld ist aber überwiegend in die Immobilienmärkte gegangen und hat so ein bisschen das Feuer, was im Immobiliensektor in China gerade am Lodern ist, nochmal so ein bisschen am Lodern gehalten. Wir sehen es, China Evergrande jetzt sozusagen von einem Hongkonger Gericht zur Abwicklung angeordnet. Das ist natürlich schon Hammer. Und man sieht ja auch, die erste Reaktion, die war gar nicht so groß, weil eben viele staatliche Stellen eben hier natürlich dämpfend drauf gewirkt haben. Ich bin gespannt, wie das Ganze noch weitergeht. Der Immobiliensektor bleibt weiterhin das Zünglein an der Waage. Das muss man sich ja auch vorstellen. Stell dir vor, du hast ein Haus, das ist momentan zumindest mal von der Kreditseite her arg unter Beschuss. Ich glaube, da denkst du nicht unbedingt darüber nach, dir ein neues iPhone, geschweige denn ein neues Auto zu kaufen, sondern du wirst natürlich sehen, dass du irgendwie diesen Brand, der eben auf der Immobilienseite, auf der Kreditseite dann eben vorher stehen, irgendwo löschen kannst, wenn dann eben Ruhe in diesen Sektor reinkommt und du dann eben auch wieder einen klaren Kopf oder die chinesische Bevölkerung natürlich hat, dann geht auch wieder der Konsum los. Aber genau diese Problematik ist in China sündhaft gerade zu verstehen. Ja, deswegen kaufen die auch nicht so viel. Ne? Obwohl, es geht ja eigentlich, ne? Man sagt ja nur, sie kaufen halt nicht mehr so viele heimische Produkte. Aber wer weiß, ne? Dann kommt der Xi Jinping wieder um die Ecke und sagt, es wird nur noch heimisch gekauft und dann ist da auch schon wieder ein Deckel drauf. Und wir haben noch ein Thema, der gute alte Jerome, wo wir schon bei markanten Namen sind. Und morgen ist EZB-Zinsentscheid. Aktuell ist die Stimmung ja gut, ne? Angetrieben durch Supermicro zum zweiten Mal, einmal mit den vorläufigen Zahlen, jetzt mit den endgültigen Zahlen, schießen die zweimal nach oben, dass man denkt, im Chart geht es nicht mehr weiter raus, aber es geht immer weiter. Higher. Und jetzt haben wir natürlich die Frage, was higher for longer? Ne? Alle wollen ja gegen Jerome Powell spekulieren. Ist aber noch nie gut gegangen, wenn man gegen die Notenbank spekuliert hat. Aber ich denke, morgen Non-Event. Also er wird weder an der Zinsschraube drehen, noch wird er sich auf ein Datum festlegen, wo die Zinsen wieder fallen könnten, oder? Jetzt haben wir sozusagen die Bullshit-Bingo-Karte voll, genau alle wichtigen Termine in dieser Woche damit drin. Bei Jerome Powell kann man natürlich ganz klar sagen, was wird er tun? Er wird darauf hinweisen, higher for longer, du hast gerade schon gesagt. Was haben wir gesehen? Zum Jahresanfang eine 88-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass im März bereits die erste Zinssenkung erfolgt. 164 Basispunkte für das Gesamtjahr eingepreist. Wo sind wir jetzt? 44% der Marktteilnehmer gehen davon aus, dass 134 Basispunkte in diesem Jahr an Zinssenkungserfolge möglich sein könnten. Das heißt, wir sehen, dass hier viel Euphorie aus den Märkten draußen ist. Ich glaube, in dieses Horn wird natürlich Jerome Powell auch blasen. Er wird weiterhin ganz klar darauf hinweisen. Man wird die Inflation im Auge behalten. Man sieht den Arbeitsmarkt in den USA als ja, möglicher Inflationstreiber weiterhin an. Man guckt sich den Immobilienmarkt an, man guckt sich den Konsum an. Also das typische Bla, bla, bla.
Aber die Marktteilnehmer werden, denke ich mal, direkt nicht mehr so darauf reagieren. Es sei denn, wir kennen das, er nimmt an der falschen Stelle in irgendeiner Form zu tief Luft oder hat eben dann irgendeine offen gelassene Tür, die er dann eben doch per Verbalattacke geschlossen haben möchte. Dann kann es natürlich sein, dass da entsprechende Marktreaktion erfolgt, aber auch die dürfte sich im Verhältnis relativ gering halten, weil, wie gesagt, die Erwartungshaltung der Marktteilnehmer nicht mehr so hoch ist und weil entsprechend natürlich schon viel der Euphorie entsprechend ausgepreist wurde. Tja, und damit die Anleger besser durch diesen Dschungel kommen, Bullshit-Bingo würde jetzt noch enthalten, wir sprechen ja noch über Apple, Amazon und Meta, die danach der Fed wieder die Stimmung heben können, nachdem Jerome Powell sie gedrückt hat, weil er eben nichts Konkretes gesagt hat. Aber du willst natürlich auch, dass die Anleger gut durch den Dschungel kommen und deswegen hast du ein Buch geschrieben. Kannst du uns ja vielleicht mal zeigen? Und es geht darum, dass der Anleger halt eben besser sich durch diesen Dschungel an Nachrichten und Kursen durchkommen. Das heißt? Genau. Erfolgreich strategisch anlegen. Vielen Dank, Markus, dass du mir die Möglichkeit gibst. Genau, ich habe hier sozusagen quasi was vorbereitet. Könnt ihr sozusagen erwerben, wenn ihr Fragen zum Thema Trading Investing habt, dann auf jeden Fall dieses Buch holen. Und du hast natürlich, wir haben ja noch eine kleine Überraschung vorbereitet. Da gehst du wahrscheinlich gleich drauf ein. Klar, du wirst natürlich auch hier 5 Bücher für uns da lassen, das können die Leute gleich gewinnen, aber vorher wollen wir nachher trotzdem noch ein kurzes Mal, wie ich das mit dem Daumen jetzt geschafft habe, super, top. Wir wollen trotzdem ein bisschen Anreißer haben, worum geht es in dem Buch? Ja gut, da geht es natürlich genau darum, was ist zu beachten. Jetzt werden die viele vielleicht sagen, hey Mensch, gibt schon Trading-Bücher, habt ihr vollkommen recht, aber es geht einfach darum, hier ist meine Erfahrung größtenteils wirklich in den Finanzmärkten drin. Ich habe viele, viele Fehler während meiner Investmentzeit beziehungsweise natürlich auch während meiner Trading-Zeit gemacht und habe die halt aufgearbeitet, habe dargestellt, worauf muss man achten, was sind wichtige Strategien, die man eben im Endeffekt beachten sollte, umsetzen kann, um an den Märkten einfach nachhaltig auch Gewinne zu erzielen. Was sind gute Möglichkeiten, um sich immer wieder zu überprüfen? Also viele, viele Ansätze, die natürlich Hilfestellung dafür geben kann, sowohl für den Anfänger, um sich so ein bisschen in den Dschungel der Anlagemöglichkeiten und Trading-Strategien zurechtzufinden, als auch für den Fortgeschrittenen, um sich zu überprüfen. Das heißt, so ein bisschen auch challenging. Dafür bin ich ja natürlich und stehe ich ja auch ein. Das heißt, wenn eben jemand, der wirklich professionell erfolgreich sich das Buch holt und sagt, das ist alles scheiße, dann soll er mir das schreiben, dann gehe ich gerne mit ihm da ins Sparring. Ansonsten ist natürlich auch gut eine Möglichkeit, eben einfach mal zu gucken und zu überprüfen, mache ich das schon, was da drin? Gibt es da andere Impulse, die möglich sind, um eben nachhaltig dann weiterhin gute Gewinne zu machen? Und natürlich auch viele, Termen, die entsprechend natürlich beschrieben bzw. erklärt werden, wo vielleicht der eine oder andere bisher immer schon so Probleme hatte, also sozusagen Fragen, die man sich bisher nie getraut hat zu stellen, die sind da beantwortet. Ja, das ist ja hervorragend. Und jetzt unser Hinweis an alle Zuschauer, die gerade zugucken. Wenn ihr nach der Sendung unter dieses Video schreibt, warum ihr dieses Buch erfolgreich handeln haben möchtet oder schreibt auch eure größten Fehler, die ihr vermeiden wollt, dann suchen Andreas und ich uns 5 aus. Die werden wir dann, oder dann schreiben wir euch an. Warum kommt ihr zu uns? Wird geklatscht, hervorragend. Und dann könnt ihr dieses Buch gewinnen. Also hervorragend, ihr müsst nur unter die Sendung, bitte nicht jetzt in den Chat, das geht nämlich unter, sondern nach der Sendung als Kommentar drunter schreiben, warum ihr das Buch vom Andreas haben möchtet. Und dann suchen wir uns 5 aus und die kriegen das Buch kostenlos zugeschickt und dürfen danach mit dem Andreas boxen, hat er ja gesagt, ne, er geht ja ins Sparring, Boxhandschuhe gibt es oben drauf. Und dann könnt ihr ausboxen, wer recht hat. Dankeschön, Andreas, dass du heute dabei warst. Ich bedanke mich bei dir, war schön, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch noch viel Erfolg, dir noch viel Spaß mit der Sendung und wir bleiben natürlich im Kontakt, lieber Markus. Auf jeden Fall, auch wir werden mal gucken, ob wir eine neue Möglichkeit finden, ins Sparring zu gehen. Ne? Obwohl wir mittlerweile ich die Gewichtsklasse verlassen habe, aber wir gucken mal, wir finden da zusammen. Dankeschön, dass du dabei warst, Andreas. Ich bedanke mich auch, alles Gute. Ciao. Ciao. So, dann machen wir mal weiter mit dem normalen Programm und da bin ich auch schon. Wir gucken natürlich auf den DAX nochmal und da haben wir heute ja schon jetzt eben gesehen, wir waren kurz vor dem Allzeithoch. Ganz kurz, jetzt müssen wir abwarten, wie die Zahlen heute Abend sind. Wir haben ja jetzt ausführlich darüber gesprochen, deswegen können wir uns das ein bisschen jetzt hier sparen, dass ich nochmal auf dem DAX alleine rumkaue. Wir sehen es hier heute im Intraday-Chart. Ich habe heute früh gedacht, juhu, sofort gehen wir drauf. Wir sehen es hier da, zack, waren wir 16.999. Da haben dann noch
vier Pünktchen gefehlt. Und dann hat der DAX die Biege wieder nach unten gemacht. Dabei haben wir jetzt auch schon wieder ganz gute Zahlen gesehen. Was ich die ganze Zeit allerdings suche, ist, warum der Pharmasektor gerade so extrem schwach ist, habe ich eben gesehen. Weil wir am Ende Sartorius und Merck haben. Aber da gilt ja mein Liebling, ne? Bevor ich mir eine Sartorius hole, würde ich mir 47 Merck, nicht Merck, sondern 47 Gerresheimer ins Depot holen. Das ist für mich die bessere Wahl in diesem Jahr. Und vorne natürlich mal wieder Heidelberg Materials. Still, klamm und heimlich, ne? Geht es hier andauernd weiter nach oben. Und wenn wir uns das angucken, seit Jahresbeginn, das sind so die Aktien, mit denen kaum dann einer rechnet. Heidelberg Materials schon wieder 8% und die schleichen sich so still langsam nach oben. SAP natürlich oben weiter mit dabei. Siemens Energy, Rheinmetall, MTU und Airbus, die ja am Anfang des Jahres auch mit guten Nachrichten geglänzt haben. Und damit gehen wir weiter zu den Nachrichten. Nehmt heute, Pfizer ist mit den Zahlen um die Ecke gekommen. Man hat im vierten Quartal Earnings per Share, also Ergebnis für die Aktie, von 10 Cent hingelegt. Damit ist das natürlich nicht berauschend, wenn man überlegt, wie das EPS aussah, als wir Corona-Hochzeiten hatten und der Impfstoff von Pfizer und BioNTech einem fast aus den Händen gerissen wurde. Dann ist das natürlich herzlich wenig, aber die Experten hatten obendrein mit dem Verlust gerechnet. Die hatten damit gerechnet, dass man 18 Cent im Minus macht und damit liegt man leicht über den Erwartungen. Und die Aktie nimmt dann auch heute, oder die Anleger nehmen die Zahlen leicht positiv auf. Trotzdem ist natürlich Vorsicht geboten, wenn man das mit den Vorjahreswerten vergleicht. Hier muss ich das Ganze einpendeln, aber ich sage, so viel tiefer den Tiefpunkt meines Erachtens haben wir in der Pfizer-Aktie gesehen. Das hat sie eigentlich nicht verdient. Hier um die 27,50 jetzt, würde ich sagen, kann man schon mal einen kleinen Fuß in die Tür setzen. Wenn wir uns den Umsatz anschauen, dann sehen wir, dass man auch hier leicht über den Analystenwertungen lag. Man hat einen Umsatz im Quartal gemacht, im letzten von 14,25 Milliarden Dollar. 14,22 Milliarden Dollar waren erwartet worden. Also hier liegt man leicht über den Erwartungen. Und die Analysten sind positiv gestimmt. Wenn man da drauf guckt, haben wir 25 Analysten-Einschätzungen davon sagen, 10 kaufen, 15 sagen halten. Keiner sagt, die Aktie sollte man aus dem Depot schmeißen. Der mittlere Durchschnittswert liegt hier bei ungefähr 32, wenn man sich das anguckt, was die Analysten im Durchschnitt erwarten. Und damit kann man eigentlich in diesem Jahr, glaube ich, wäre es schon mal ganz gut. Ich finde, den ersten Fuß in die Tür jetzt hier bei 27,50 rum ist nicht verkehrt. Viel schlechtere Nachrichten, also glaube ich nicht. Jetzt kann man so langsam von dem niedrigen Niveau, wo man angekommen ist, langsam wieder auf Wachstum umschalten. Wir haben eine Marktkapitalisierung von 155 Milliarden US-Dollar, ein KGV aktuell geschätzt fürs laufende Jahr von 15. Also es geht alles wieder, es hat sich eingerenkt und deswegen kann man hier auch mal in Ruhe ein Füßchen in die Tür setzen bei Pfizer. Weiter geht's dann mit General Motors und da, ja, Autobauer, ne? Muss man nicht so viel zu sagen. Niedrig bewertet, da brauchen wir auch nicht drüber reden und jetzt aber auch gute Nachrichten, denn General Motors hat nicht nur gute Zahlen gebracht, sondern der Ausblick, der ist nochmal hervorragend und liegt deutlich über den Erwartungen. General Motors prognostiziert jetzt für dieses Jahr einen Gewinn je Aktie von $8,50 bis $9,50. Und die Analysten, die hatten lediglich $7,70 auf der Rechnung. Also da sieht man, man liegt durchaus drüber. Und jetzt müssen natürlich auch die Analysten etwas ihren Ausblick anpassen. Also Aktie legt natürlich heute kräftig zu, 7,79%. Sehen wir, muss man jetzt vielleicht nicht heute unbedingt hinterher springen. Ob man jetzt einen US-Bauer nimmt, einen Deutschen, aber es zieht heute alles nach oben. Aber wie kennt meine Meinung? Ich finde, einen Autobauer muss man unbedingt im Depot haben. Es wird sich auf jeden Fall auf Sicht von 1 bis 2 Jahren lohnen. Ob es jetzt ein amerikanischer ist oder ein deutscher, macht jetzt für mich nicht so viel aus. Stellantis, Toyota. Es ist generell so, dass man dann einen Deutschen haben kann. Build Your Dreams haben wir eben auch schon drüber gesprochen. Und Tesla sollte man auch nicht abschreiben. Es ist natürlich klar, dass es je nach Aktie unterschiedliches Risikoprofil ist. Das höchste liegt wohl aktuell bei Build Your Dreams. Tesla dürfte sich irgendwann wieder fangen, aber der genaue Zeitpunkt ist auch nicht abzuschätzen. Katie Wood kauft zwar schon wieder wie eine Wilde, aber das muss sie auch, damit sie die Quote in ihrem ARK-ETF hält. Der war ja
23 super unterwegs. Und jetzt, wo Tesla wieder auf dem absteigenden Ast ist, ist auch der ARK-ETF erstmal mit einem zweistelligen Minus bislang ins neue Jahr gestartet. Gucken wir uns General Motors an, Marktkapitalisierung 48,46 Milliarden Dollar. Wir haben ein KGV aktuell von 4,97, das soll jetzt auf 4,98 im nächsten Jahr fallen. Wir haben eine Dividendenrendite, die kann man vernachlässigen mit 1,36%. Da sind die deutschen Autobauer natürlich ein gutes Stück vorne, wenn es um die Dividendenrendite geht. Wenn wir uns die Analysten angucken, haben wir von 27 Analysten 20, die sagen, man braucht die Aktie kaufen, und man hat 6, die sagen halten, und einer sagt raus mit der Aktie aus dem Depot. Im Durchschnitt gehen die Experten davon aus, dass die Aktie bis fast 47 Euro Dollar steigen kann. Dann wären wir ungefähr hier oben. Also dann gehen wir über dieses Jahreshoch, was wir hier sehen, raus. General Motors hat ja viel gelitten, aber wenn wir uns das hier angucken, dann ist es gut möglich, dass wir natürlich die Spitzen jetzt hier dann auch wieder aus dem Markt rausnehmen, dass das Jahr wirklich gut läuft, die Nachrichtenlage wirklich auch gut läuft, dann könnte es tatsächlich sein, dass wir hier Richtung 47 gehen. Also mittlere Kursziel finde ich ist okay. Vielleicht nicht heute hinterher springen, aber wer die Aktie hat, der darf natürlich eine Dose Öl aufmachen heute und sie deinem Auto gönnen. United Parcel Service, da sieht es dann hingegen andersrum aus. Die Aktie, wir sehen es, eine große rote Kerze nach unten. Denn man hat auf allen Ebenen quasi die Erwartung der Analysten verfehlt. Und man liegt auch deutlich unter Vorjahresniveau. Das kostet die Aktie, wir sehen es hier, 6,81%. Im vierten Quartal ist der Gewinn je Aktie von 3,62 Dollar auf 2,47 Dollar geschmolzen. Der Umsatz ist von 27 Milliarden US-Dollar auf 24,9 Milliarden Dollar zurückgegangen. Und beim Ausblick liegt man jetzt auch noch daneben, denn da hat UPS einen Umsatz zwischen 92 und 94,5 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt und die Analysten wollten hören, dass die Aktie Minimum 55,57 Milliarden Dollar 2024 umsetzt. Damit schmilzt die Marktkapitalisierung heute auf 134 Milliarden Dollar. Wir haben ein KGV aktuell von 15,9 und die Experten sind nicht so zuversichtlich, was die Zukunft angeht, denn aktuell gehen die Schätzungen davon aus, dass das KGV steigt auf 17,55, also Umsatz und Gewinn weiter rückläufig sind. Die Analysten sind ein wenig gespalten, gehen mehr auf die Haltenseite. Wir haben 31 Experten, die draufschauen, davon sagen 12 kaufen, 17 halten und 2 sagen, schmeiß das Ding raus aus dem Depot. Aufwärtspotenzial ist jetzt wieder gegeben im Durchschnitt, denn es siegt bei 166, aber wir sind auch hier im TradeGate-Kurs. Wir gucken mal dann hier, sehen wir, ist ja auch dann nicht mehr ganz so viel dann. Also ich würde die Aktie jetzt raushauen. Es gibt bessere, natürlich ist heute die Deutsche Post wieder belastet, aber im Hinblick aufs Deutsche Postgesetz oder alles dadurch würde ich, eine Deutsche Post ist mit Sicherheit die bessere Wahl. Ja, dann Supermicro, die Aktie, die zum Mond fliegt, genauso ähnlich wie Sophie, die auch gestern mit ihren Quartalszahlen gut überrascht haben und da war natürlich auch noch eine hohe Shortquote drauf. Da gibt es noch einige Aktien, die werde ich jetzt dir auch nochmal in den kommenden Tagen und Wochen mir genauer angucken, von den kleineren, wo wir wirklich eine hohe Shortquote haben, wo wir Überraschungen sehen könnten, wo es dann kräftig nach oben geht. Supermicro hatte natürlich keine hohe Shortquote, sondern hier sind es einfach die Zahlen und hier möchte jetzt keiner was verpassen. Wir hatten die vorläufigen Zahlen, die haben die Aktie schon extrem nach oben katapultiert. Hier die große grüne Kerze waren die vorläufigen Zahlen, wo alle sich dreimal die Augen gerieben haben und gesagt haben, echt jetzt so hart gesteigert, und jetzt sind die endgültigen Zahlen da und die und der Ausblick und die liegen nochmal ein bisschen höher. Also es ist einfach nur sehr, sehr gut unterwegs, Supermicrocomputer. Und ja, wer gedacht hat, KI wird irgendwann nachlassen, der sieht sich hier eines Besseren belehrt. Wir haben jetzt eine Marktkapitalisierung gerade mal von 27,5
2 Milliarden US-Dollar bei Supermicro. Wir haben KGV 38, was jetzt auf 34 fallen soll, wenn es so weitergeht. Wir haben nur 11 Analysten, die auf die Aktie gucken. Ich glaube, demnächst werden ein paar mehr drauf gucken. Davon sagen 9 kaufen, einer sagt halten und eine verirrte Seele in diesem Expertenuniversum sagt, Aktie verkaufen. Wir sind mittlerweile über das durchschnittliche Kursziel schon 20% raus, über 20% rausgeschossen, denn es liegt bei 401 Dollar. Wir sind jetzt bei 555. Jetzt ist schwer zu greifen. Ich kann es wirklich nicht sagen. Es wird jetzt mit Sicherheit so weitergehen. Wir haben jetzt auf einem sehr hohen Niveau. Die Nachfrage wird auf diesem hohen Niveau bleiben. Und deswegen werden wir wahrscheinlich auch das ganze Jahr über bei Supermicrocomputer Zahlen sehen, die das Vorjahresniveau mehr als in den Schatten stellen. Die Frage ist nur, wo findet die Aktie dann wirklich erstmal ihr Ende? Wir haben jetzt wirklich hier den Sprung gesehen von innerhalb von kürzester Zeit, hier war der 18.01. hier unten, da waren wir bei 311 und jetzt sind wir bei 555. Die Aktie schreit sicherlich nach einer Korrektur, aber hier möchte auch keiner was verpassen und ich glaube, wir werden übers Jahr durchweg gute Zahlen sehen. Die Frage ist dann nur, wie es 2025 die Wachstumsraten sind. Aber ich glaube, ab da muss man sich erst Gedanken machen, ob man Exit sucht. Jedenfalls wird 2024 das nächste super Jahr für Super Microcomputer. Jetzt ist nur die Frage, wie, wann komme ich da rein? Und heute ist kein Tag dafür. Mal gucken, wenn sich irgendwer oder einige entscheiden, da mal rauszugehen. Ein Rücksetzer, das ist aber auch schon wieder 10%. Ich würde sagen, wäre super gesund, wenn die mal Richtung 500 nochmal zurückkommen sollte. Aber ob die so schnell da nochmal runterkommt, ich glaube es nicht. Jetzt hat natürlich jeder auch die Angst, bei Supermicro was zu ver passen und das ist ähnlich wie bei Nvidia, wo sich jeder fragt, oh, gehe ich da jetzt mal raus, ist die Fahnenstange erreicht und dann kommt wieder irgendwas und dann schießt das Ding weiter nach oben. Also, wer sie hat, der kann heute mehr als eine Dose Öl aufmachen, der kann eine Flasche Champagner aufmachen. Aber nicht nur KI und alles andere kann sich auf neue Höchststände schwingen. Auch hier haben wir eine Aktie, die sich auf ein neues Hoch geschwungen hat und es ist Vertex. Wir sehen es, Aktie ist hier wirklich sehr gut auch unterwegs und man hat heute auch nochmal eine gute Nachricht rausgehauen, aber mittlerweile kommt die Aktie zurück, aber das ist dann eher so ein bisschen Sell on Good News. Das ist der Kurs von gestern und der bringt einen vom Aussehen her nicht weiter. Wow, und der steckt da. Und hier sehen wir es, die Aktie ist vorhin, hat jetzt während der Sendung gedreht. Man hat bekannt gegeben heute, dass man wir kennen diese Problematik ja, dass viele von den Schmerzmitteln in den USA süchtig geworden sind. Und jetzt hat Vertex zwei sehr erfolgreiche späte Studien zu Schmerzmitteln, die eben opiatfrei sind und kurz davor sind, Marktreife zu erlangen. Das hat man heute veröffentlicht, das hat die Aktie weiter nach oben getrieben. Jetzt kommt sie ein gutes Stück zurück, macht sie aber meines Erachtens eher interessant, als dass man jetzt darauf so gucken sollte. Wir haben eine Marktkapitalisierung bei dem Wert, der bei 112 Milliarden Dollar liegt. Wir haben KGV von 32, der im kommenden Jahr auf 26 fallen sollte. Wir haben 30 Analysten, die drauf gucken, davon sagen 22 kaufen, 7 halten und einer sagt verkaufen und hier sind wir auch hauchdünn unter dem Durchschnitt. Also, wir sehen es 426, 27 US-Dollar, es wird auch schon wieder kleiner, das Minus, und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 430. Also, hier müssen sich die Experten jetzt auch nochmal zu Wort melden und bei den Nachrichten glaube ich eher, dass die Aktie Potenzial hat, weiter nach oben zu kommen, als dass man sich jetzt darum fürchten müsste, dass es noch ein gutes Stück nach unten geht. Womit wir bei Diageo wären und es wird nicht mehr so viel getrunken. Zumindest in Lateinamerika geht es raus. Und die Frage ist immer, warum regen sich jetzt alle auf, wenn man guckt, der Anteil von Diageo in Lateinamerika, der liegt nur beim Umsatz ungefähr von 11% des Gesamtkonzerns. Trotzdem die Schwierigkeiten da schlagen sich voll auf den Kurs durch, wie wir es heute auch wieder sehen. Aktie erholt sich schon wieder ein bisschen, war heute auch schon deutlicher im Minus.
Das Problem ist, dass man sehr hohe Margen in Lateinamerika hat. Und wenn es hier nicht so richtig läuft, dann ist es wiederum das Problem, dass die Marge doch schneller ein bisschen nach unten gedrückt wird. Deswegen hat Diageo heute mit seinen Zahlen auch nicht so das Gelbe vom Ei geliefert. Unterm Strich hat man 2,21 Milliarden US-Dollar verdient. Kann man jetzt nicht drüber motzen, ne? Eigentlich, gibt viele, die wären froh, ne, wenn sie so viel Geld hätten. Aber es ist eben auch 18% weniger als im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz ist um 1,4% auf 10,96 Milliarden gefallen und man hat eben einen Umsatzeinbruch von 18% in Lateinamerika und in der Karibik. Dabei hätte ich gedacht, in der Karibik, da wird erst recht rumgeschlürft, aber sie machen es nicht und somit haben wir dann heute auch wieder ein schlechteres Ergebnis. Dass es viel tiefer geht, glaube ich aber allerdings auch nicht. Wir sehen es hier, wir sind jetzt heute wieder an diesem Tiefpunkt angelangt. Wer die Aktie hat, da würde ich tatsächlich warten, um hier, wenn wir uns das in London angucken, das sind sehr notiert. Da liegen sie auch auf einmal im Plus. Naja, kommen die Zahlen dann doch ein bisschen besser an. Dann haben wir hier die kleine Wende. Wir sehen es, was ist der Kurs von heute? 14,25. Also wird alles gar nicht so schlecht aufgenommen. Auch hier ist meiner Meinung nach tatsächlich Füßchen in der Tür durchaus angebracht und chancenreich. Denn vielleicht gibt es in der Karibik dann doch wieder mehr Durst auf Rum. Gestern war auch so ein bisschen Tag der Nuckelbuden, ne, wie sie bei uns hier so schön im Chat genannt werden, wenn wir uns das angucken. Eine Lucid, eine Rivian oder eine Nikola, die haben gestern kräftig zugelegt. Wir sehen es hier. War wahrscheinlich, dass einige Shorties gesagt haben, wenn die Stimmung jetzt noch dreht und vielleicht vor den Zinsen ist, vielleicht haben die Shorties vor den Zinsen auch mal kalte Füße bekommen und haben gedacht, vielleicht sagt der, deutet Jerome Powell irgendwas an, dass die Zinsen jetzt irgendwie fallen und dann könnte das natürlich die Marktstimmung aufhellen. Deswegen haben gestern einige hier Aktien kräftig zugelegt. Mit Sicherheit liegt da so ein kleiner Short Squeeze mit im Raum, der ausgelöst wurde von Lucid. Die ist als erste angezogen, aber dann ist auch eine Rivian und auch eine Nikola mit hochgekommen. Würde ich jetzt nicht überbewerten, einfach mal zur Kenntnis nehmen. Wenn man dabei war, darf man natürlich heute auch ein kleines Fläschchen aufmachen. Wenn man nicht dabei wäre, ist das jetzt nicht der Beginn einer großartigen Trendwende, weil dafür fehlt so ein bisschen noch fundamental. Bei Rivian könnte man sagen, sie sind auf einem ganz guten Weg, aber trotzdem fehlt irgendwie noch so ein bisschen der letzte Kick, um wirklich zu sagen, jetzt sind wir in der Spur. Ähnliches bei Plug Power. Auch hier haben wir gesehen, gestern 11,47%. Aktie hier unter 2,50, fast auf 2 Dollar ausgebombt. Wir wissen, sie haben Geldprobleme, soll einen Kredit angeblich geben. Abwarten. Die haben schon, Plug Power hat schon viel erzählt und der Umsatz wurde immer mal ein bisschen mehr gekürzt, ohne irgendwie das offiziell zu machen. Auch hier, wenn man nicht da unten versucht hat, mal abzufischen, raus. PDD auch heute im Minus, es war so die letzte chinesische Aktie oder eine der letzten, die sich wirklich auf hohem Niveau hier oben gehalten haben. Aber jetzt geht es auch nach unten durch. Die Gründe, wir haben sie vorhin auch schon angesprochen, oh, das habt ihr gar nicht gesehen, Entschuldigung. Jetzt geht es hier bei PDD nach unten durch. Heute wieder auch der chinesische Markt super schwach wegen der Abwicklung von Evergrande, wegen Sorgen um die Wirtschaft. Und da kann sich dann auch das Ganze, kann sich auch PDD nicht mehr entziehen. Hier hatten wir die Zahlen fürs dritte Quartal. Dauert noch gut einen Monat, dann sehen wir die Zahlen fürs vierte Quartal. Dann kann es sein, dass die Aktie dann zumindest wieder nach oben fährt, weil ich denke, auch die Zahlen werden wirklich wieder gut sein. Aber der Gegenwind wird halt ein bisschen größer. Man merkt es auch schon daran, dass die USA diesen ganzen Sachen nicht so wohlgewollt sind, diese Temo-App. Oder es gibt ja auch Schein, die an die Börse wollen in den USA. Und die werden jetzt, früher war es anders, heutzutage ist es nicht mehr so, die werden nicht mit offenen Armen empfangen und sagen, ja, kommt bei uns an die Börse, sondern hier wird dann tatsächlich hinterfragt, wenn man denen noch mehr Kohle gibt oder wenn die noch mehr Geld einnehmen, können die dann die Märkte mit noch mehr Klamotten überschwemmen, weil Schein haut ja wirklich massenhaft raus und wirklich zu sehr billigen Preisen. Und wenn man dann noch Geld über den Börsengang einnimmt. Und zu guter Letzt ist ja unser blonder Freund wieder zurück im Rennen und hier, aber der Artikel ist auch schon von voriger Woche und da frage ich mich, ob er dann tatsächlich heute erst bei
PDD oder in China oder bei den Anlegern angekommen ist. Naja, vielleicht dauert ja ein bisschen, ne? Aber der gute Donald, ja, der bereitet sich schon wieder vor. Und hier haben wir einen Bericht von der Washington Post, die sagt, wenn er wieder an der Macht oder wenn der gute Donald wieder am Ruder sitzt, dann könnte es durchaus sein, dass er die Strafzinsen oder Strafzölle auf 60% hochhaut. Und naja, insgesamt ist es die allgemeine Stimmung in China, dass es nicht gut läuft. Aber wie gesagt, einen Flächenbrand erwarte ich daraus jetzt auch noch nicht so sehr. Heute Abend knallt es natürlich richtig mit den Zahlen. Wir sehen es. Microsoft, AMD, Alphabet, Starbucks, die werden alle machen, ihre Berichte abgeben. Pfizer, GM und UPS hatten wir schon. JetBlue liegt nach den Zahlen ein bisschen im Minus. Aber insgesamt, jetzt bei den anderen habe ich noch nicht die Zahlen gefunden. Aber heute Abend kommt es halt drauf an, ne? Da Shepherds, Microsoft, AMD, Alphabet. Dann haben wir den Mittwoch zum Erholen, aber da ist ja Fed-Sitzung und wenn Jerome Powell alles nach unten drücken sollte, Qualcomm ist natürlich auch nochmal interessant, lässt sich ja noch ein bisschen ableiten, wie es bei den Handys läuft und dann können Apple, Amazon und Meta Donnerstag die Stimmung wieder heben und wenn die es nicht schaffen, bin ich noch da und zusammen mit dem Stefan und noch 21:45 Uhr gehen wir live auf Sendung und dann werden wir zumindestens eure Laune noch ein Stück nach oben schießen und dann warten wir zusammen auf die Zahlen eben dieses Trios. Weiter im Text mit Bayer. Und es ist ja schon ein bisschen zum Weinen. Ne? Jetzt geht es in Australien los. Über 1000 Kläger haben sich zusammengefunden und haben eine Sammelklage eingereicht. Wir werden hier mit Sicherheit nicht so Ausmaße sehen wie in den USA, wenn es um Schadensersatz oder sonst was gibt. Aber der Gegner oder der Anwalt der gegnerischen Partei hat schon gesagt, naja, man soll es trotzdem spüren. Also von da muss man mal abwarten, wie das ausgeht. Jetzt hat man auf einen Schlag eine Sammelklage mit über 1000 Klägern in Australien am Hals und es geht natürlich um Glyphosat. Bayer kommt nicht zur Ruhe, wenn sie das Ding nicht irgendwie ausblenden, dann ist, wie gesagt, Aktie fällt weiter und heute auch wieder und wir sehen ein neues, glaube ich, diesmal sind wir jetzt 18-Jahrestief. Also da muss man schon verdammt lange gucken und Finger weg. Volkswagen wird heute ein bisschen angetrieben, eben von den Zahlen, die wir bei General Motors gesehen haben. Zudem gibt es noch Neuigkeiten zur Batterieproduktion, die VW ja selbst auch an den Start bringt. Power Co. heißt das Ganze ja. Hier ist man jetzt offen für Investoren, die einsteigen sollen. Und man ist immer noch bereit dafür, dass die jetzt 2024 an Bord gehen. Und sollte sich keiner finden, aber die Nachfrage ist angeblich groß. Und wenn sie nicht groß genug ist, dann steht auch immer noch ein Börsengang als Option zur Verfügung. Derzeit baut man drei Batteriewerke, und zwar in Deutschland, Spanien und Kanada. Und die sollen alle drei ab 2025 in Betrieb gehen und sind Teil des Plans, dass VW natürlich seine eigenen Kosten reduziert. Und da ist man dann auf dem Weg, eine Kostenreduzierung von 50% zu erreichen, wenn es eben um die Beschaffung von Batterien geht. Hapag-Lloyd hat Zahlen gebracht. Und Hapag-Lloyd fällt heute wieder. Die Herrlichkeit bekommt einen Dämpfer, aber es war jetzt auch anzunehmen, dass sie nicht nur so ein paar Sachen im dritten oder im vierten Quartal das Ganze hier rausreißen. Im Vergleich zum Vorjahr hören sich die Zahlen gruselig an, aber sie pendeln sich einfach wieder auf Normalniveau ein. Wir hatten jetzt hier diesen Corona-Hype und alles, da wissen wir, dass die Frachtraten explodiert sind. Aber die vorläufigen Zahlen von Hapag-Lloyd hören sich jetzt halt eben auch nicht gut an, ne? Man hat jetzt auf Jahressicht ein EBIT von umgerechnet 2,5 Milliarden Euro eingefahren. Vor Jahresfrist waren es 17,5. Der Umsatz ist eben auf 17,9 Milliarden eingebrochen. Moment, ein Jahr so hatte man 17,5 und der Erlös ist auch A. Auf 17,9 Milliarden eingebrochen. Vor einem Jahr hatte man fast
das Doppelte umgesetzt. Also, und unterm Strich stand natürlich vergangenes Jahr der höchste Gewinn der Unternehmensgeschichte. Dass man da nicht mehr rankommt, ist jetzt völlig klar. 100, wir waren ja eine Zeit lang, war ich ja auch Short dabei, hat sich ja auch gut ausgezahlt, da haben wir fast 50% mitgenommen, dann ist die Aktie wieder angezogen, jetzt kommt sie ein Stück zurück, dass sie charttechnisch jetzt unter die 150 kippt, ist natürlich nicht so schön. Wer jetzt noch dabei ist, war auf extrem bessere Zeiten gehofft hat, der sollte sich jetzt hier in dem Bereich mal seine Schmerzgrenze setzen und wenn es darunter geht, erstmal rausgehen, weil dann kann es tatsächlich sein, dass wir die 100 nochmal testen. Natürlich sind die Frachtraten jetzt ein bisschen gestiegen, allerdings hat auch Hapag-Lloyd mehr Kosten. Man muss ja jetzt, kann ja nicht mehr da vorbeifahren am Roten Meer, sondern man muss ja jetzt außenrum um Afrika, ums Kap der guten Hoffnung, ist zwar bestimmt idyllischer, wenn man da lang fährt, hat man landschaftlich gesehen in viel schöneren Ausblick, aber man braucht länger, die Kosten sind höher und dann bleibt natürlich unterm Strich auch nicht mehr so viel hängen. In diesem Sinne, ich würde jetzt, wenn ich Gewinne bei Hapag-Lloyd habe, die erstmal sichern. ThyssenKrupp, nichts Neues, immer das Alte. Man verhandelt mit Kretinsky, ja, und da ist aber auch nicht viel rausgekommen. Man sagt, es sind zähe Verhandlungen und ob es tatsächlich unterm Strich was wird oder nicht. Muss man abwarten. Kommt hier ein Nein, dann sind wir ganz schnell wieder bei 5,50 €. Ich bin mir nicht sicher, ob da wirklich was Gutes bei rauskommen kann, weil es dauert schon einfach viel zu lange. Wenn man sieht, wo Kretinsky sonst immer überall zuschlägt und wie schnell er vorgeht, dann ist es klar, dass es hier irgendwo muss es haken. ThyssenKrupp sagt so schön, es geht darum, dass das Know-how, das führende Know-how von ThyssenKrupp im Bereich Hightech-Stahl mit der Energieexpertise von eben EPH, das ist eben der Konzern von Kretinsky, zu vereinen. Ja, aber wenn zwei so super Dinger zusammengehen, dann muss es eigentlich nicht so lange dauern. Und da muss man mal gucken. Also ich wäre hier weiterhin noch ein bisschen vorsichtig. Ein Einstieg lohnt sich nicht. Und wer dabei ist, hier unten eingestiegen ist, sollte sich vielleicht darauf einstellen, dass wir die 5,50 vielleicht nochmal testen. Hapag-Lloyd hatten wir schon und damit sind wir bei Hoch-Tief angelangt. Und gestern stand ja hier, ich habe ja auch 4 Millionen mich vertan, 4 Milliarden. Wenn ich jetzt so richtig schlau werde, dann könnte ich sagen, tatsächlich die 4 Milliarden waren, 4 Millionen waren fast richtig. Denn man hat hier natürlich erstmal Panik gehabt, wenn man 4 Milliarden hört, dass die nicht zugesprochen werden. Jetzt habe ich mir das Ganze ein bisschen angeguckt und andere haben es natürlich auch getan. Und da muss man da erstmal die Beteiligungsstruktur an eben Abertis sich anschauen. Und dann stellt man fest, dass Hochtief daran nur 20% minus eine Aktie eben an Abertis hält. Also das heißt, diese 4 Milliarden schlagen sich nicht komplett auf Hochtief durch, wo man jetzt denken könnte, oh Gott, ist alles versaut, sondern es ist eben, dass hier nur ein kleiner Teil rauskommt. Denn nämlich an Abertis sind eben Hochtief, dann eben die Hochtiefmutter ACS, die hält 30%, also Hochtief und ACS haben die Hälfte und die andere Hälfte hat dann eben, ich habe es mir aufgeschrieben, wer hat sie denn noch? Atlantia aus Italien, die haben 50%, in die dürfte es ein bisschen stärker treffen und Hochtief hat es für alle dann selber ausgerechnet und dann kommt man dann auf eine Belastung von minus von 5,8 Millionen Euro, die sich nicht aufs Geschäft auswirken würden. Also Hochtief hat heute schon mal gesagt, es wird keine Gewinnwarnung oder irgendwas geben. Ist natürlich ärgerlich, ist eine Belastung von 5,8 Millionen Euro. Aber sie werden sich nicht wesentlich auf das Ergebnis auswirken. Also muss man sagen, klar, doof, aber wird jetzt hier nichts hinterherkommen. Normalerweise gilt ja immer dieses 3-Tage-Regelung, mal warten, bis sich der Rauch gelegt hat und gucken und dann könnte man auf eine Gegenbewegung spekulieren. Ich habe die Aktie heute schon ins Musterdepot reingekauft, weil ich denke, das, was ich gestern gesagt habe, finde ich völlig in Ordnung und das finde ich. Aussichten sind hervorragend. Gestern ist halt 4 Milliarden war eine hohe Zahl, die hat natürlich viele erschreckt. Und
Da sieht man, finde ich, wieder mal, dass es nicht immer vollkommen richtig ist, sofort dann auf den Knopf zu drücken, wenn man hört 4 Milliarden. Am Ende sind es 5,8 Millionen geworden. Ich habe mich gestern versprochen und habe gesagt, es sind ja nur 4. Na, da lag ich aber dann jetzt dann näher dran als mit den 4 Milliarden. Insgesamt, ich habe die Aktie ins Musterdepot reingeholt. Ich finde, wer wissen möchte, warum, guckt morgen nochmal rein. Die Nachricht kam ja quasi mit der Vorstellung der Aktie und ich finde es kein Beinbruch. Insgesamt sind die Aussichten weiter gut und ich denke, die Aktie ist auch schon wieder bei 100. Wer es ein bisschen risikoärmer mag, erwartet, dass er sich noch ein bisschen deutlicher von der 100 absetzt. Aber wichtig ist erstmal, dass die 100 hier hält. Das sehen wir aus der Charttechnik. Es ist fast auch eine charttechnische Marke zusammengepaart mit einer psychologischen Marke. Gestern ist mit Sicherheit auch dazu gekommen, dass viele im Bereich von 100 Euro einen Stoppkurs hatten. Die einen vielleicht bei 99,50, die anderen bei 113 oder irgendwie sowas. Und da sind wir dann durchgerauscht. Und dann sind noch einige Stopps ausgelöst worden. Und dann ging es halt eben nach unten. Wie gesagt, ich finde den Rücksetzer 10%, kriegt man nicht so oft, finde ich gut. Deswegen ist die Aktie jetzt im Portfolio drin. Kommen wir zu den Zuschauerfragen. Branix Group, Immobilienkonzern mit Sitz in Frankfurt. Schwerpunkt liegt auf Gewerbeimmobilien. Das Unternehmen hat 9 Standorte in Deutschland und betreut von da aus 558 Objekte. Wenn ich mir jetzt die Zahlen angucke, dann ist natürlich dieser ganz wichtige Posten Funds for Operation, was im Grunde genommen das operative Ergebnis von Immobilienkonzernen ist. Und wenn ich das sehe, dann können wir mit Kreisen arbeiten, das mache ich doch so gerne. Haben wir hier, ups, 92,4 und das fällt dann auf 49,1. Also, auf Jahressicht fast halbiert hier die Funds for Operation. Das ist natürlich jetzt nicht so schön. Insgesamt, die Bruttoeinnahmen sind zwar leicht gestiegen, trotzdem, der Chart spricht mehr als 1000 Worte. Dass die Aktie vielleicht hier unten jetzt so langsam ihren Boden findet, kann tatsächlich sein. Aber dann aber auch nur, weil keiner mehr raus will. Aber ich glaube, dass die Aktie in der aktuellen Phase auch keine neuen Anleger anlockt. Also glaube ich, dass es von da aus hier jetzt eher Richtung stabile Seitenlage geht, in die weiter so erhalten bleibt. Deswegen, wenn ich sie hätte, würde ich sie verkaufen und würde Finger weg sagen. Und das wäre es dann für mich. Woodside Energy, australischer Wert. Auch hier sind natürlich Suche, Förderung von Erdöl, haben eine Marktkapitalisierung von 36,14 Milliarden Euro umgerechnet. Ich habe jetzt nichts Schlimmes gefunden, aber der Ausblick ist jetzt nicht so gut. Wir haben tatsächlich eine hohe Dividendenrendite. Vielleicht war die auch ein Grund, warum jemand jetzt auf die Aktie aufmerksam geworden ist. Öl wäre mit hoher Dividendenrendite stark zurückgekommen. Da könnte man ja schon mal ein bisschen schwach werden. Da muss ich ganz ehrlich sagen, aktuell gehen die Experten davon aus, dass sich das KGV von 15,57 auf 17,6 zurück oder erhöht, das heißt also auch beim Umsatz geht man davon aus, dass der um gut 10% ein bisschen mehr fällt. Dividende wird auch nochmal gekürzt, also die Aussichten sind jetzt nicht so rosig. Aktuell zeigt die Aktie natürlich mit dem steigenden Ölpreis auch wieder, zieht sie nach oben. Natürlich ist die Aktie ist bei australischen Ölexplorern nicht anders als Werten, die man hierzulande findet. Wenn der Ölpreis steigt, wird die Aktie natürlich mit der Hoffnung, dass sich die Zahlen verändern, auch mit steigen. Derjenige, der jetzt danach gefragt hat und die Aktie hat, dem möchte ich sie jetzt nicht ausreden. Ist eine Halteposition. Allerdings würde ich die aber auch jetzt eng absichern. Je nachdem, wo man eingestiegen ist, ist für mich so 19. Und dann ist es immer so die Frage, eine Shell, BP oder wie man sich da anguckt, die sind nicht anders. Die haben sogar noch eine bessere, gleiche Rendite, sind vor allen Dingen einfacher zu verfolgen. Australier muss ja immer nachts wach sein, wenn da irgendwas passiert und da den Finger am Abzug haben oder an dem Verkaufsknopf, um nicht, wenn ich morgens aufstehe, aufgewacht bin und dann
böse überrascht werde, um auf die Aktien zu gucken. Deswegen bin ich bei solchen Werten da immer, wo ich nicht so eine Perspektive sehe, dass es weiter immer nur nach oben geht, und die sehe ich jetzt hier nicht, so ein bisschen vorsichtig. Hier könnte man morgens aufwachen und ist kalt erwischt worden. Deswegen halten ja, aber ist halt ein Nervenkitzel, ne? Dann sind wir bei Giga Cloud, da gucken wir auch noch mal drauf. Wenn ich da so drauf gucke, ja, das kann man eigentlich nicht so viel Besseres finden. Ne? Wir haben einen betreibenden B2B-Business Marketplace. B2B heißt also, man bringt verschiedene Unternehmen auf der Plattform zusammen, dass sie verschiedene Produkte austauschen können, in Geschäftsbeziehungen kommen, und alles ist ja eine tolle Sache. Wenn ich mir jetzt die Zahlen angucke, auch Ergebnis im dritten Quartal, wenn wir es angucken fürs dritte Quartal, von einem US-Cent Gewinn je Aktie auf 59 Cent je Aktie, das ist ja eine brutale Steigerung. Umsatz um 39% gesteigert auf 117,28 Millionen US-Dollar, Nettogewinn 24,2 Millionen, Gewinnmarge von 0,4% auf 14 explodiert. Keine Milliarde wert, sondern nur 927. KGV 14 soll auf 10 fallen. Zwei Analysten gucken drauf, beide sagen kaufen, beide sagen Kurs C24. Da sind wir jetzt ungefähr, ist noch ein bisschen Luft nach oben hier bis zu 24. Ich kann nichts Negatives finden. So ist aber halt auch chinesischer Wert auf Cayman-Inseln gewertet. Halteposition, aber auch hier ist es für mich eine sehr riskante Position. Sind natürlich durch die Zahlen alles gut nach oben gekommen. Geschäftsmodell, ja, hört sich gut an, hat auch Lieferservice drin, der schnell liefert und alles. Und ja, ich würde halten. Ab 20 wieder extrem interessant. Hier oben Cayman-Insel und alles. Mir ist das ein bisschen zu undurchsichtig, aber es ist gut. Und hier haben wir auch gesehen, dass sie gestern 12,4% verloren hat und ich nicht genau weiß, warum. Und deswegen. Mein Bauchgefühl sagt mir Finger weg. Die Fundamentaldaten sind eigentlich sehr gut. Aber wenn ich mir das Ganze so in der Allgemeinheit, in der Gesamtheit angucke und ich auch gestern jetzt nichts gefunden habe, die 12, kaum einer hat hier Aktie auf dem Schirm, auch mit Nachrichten, kann ich mich zu 50-50 hinreißen lassen, dass man dabei bleiben sollte oder aussteigen. Also, wie gesagt, fundamental, wenn man sich das so anguckt, ich habe es ja auch gerade genannt, spricht eigentlich nichts dagegen. Da müsste man eigentlich noch höhere Kurse erwarten, aber mein Bauchgefühl sagt mir, und man soll ja manchmal aufs Bauchgefühl hören, und sagt er, nee. Womit wir noch bei unseren Freunden der gepflegten Kartonage wären. Meyer, Mellhoff ist der letzte Wert, der gestern noch gefragt wurde. Wenn wir uns das angucken, bin ich da jetzt auch eher auf der Seite Risikoposition. Die 12 hier muss halten. Ich mache mal den Kreis wieder weg. Und so richtig überzeugt bin ich auch noch nicht. Also klar, wir machen Kartonage und alles, wir wissen, was wir machen. Wenn ich mir das dritte Quartal angucke, ist der Gewinn je Aktie von 5,43 € auf 1,38 € gefallen. Umsatz ist um 18% rückläufig und eben wir sehen hier 75% Gewinneinbruch auf 27,6 Millionen Euro. Gewinnmarge von 8,8 auf 2,7 gefallen. Wenn ich mir die Expertenschätzungen angucke, soll es 2024 wieder leicht aufwärts gehen. Und aber erst wieder richtig gutes Wachstum kommt 2025. Klar, der frühe Vogel fängt den Wurm. Wir eine Halteposition, die ich aber auch tatsächlich nicht so weit gehen lassen würde, dass sie unter 120 fällt. Deswegen kann man in dem Bereich hier mal einen kleinen Fuß in die Tür setzen, aber das ist jetzt für mich keine Aktie, die wirklich wieder extrem schnell nach oben geht und hier das Jahreshoch angreift. Die Zahlen passen nicht so richtig, wäre ich nach wie vor vorsichtig. Wenn ich investiert bin, möchte ich es aber auch keinem ausreden. Aber ich möchte allen ans Herz legen, bei 120. Ich meine, hier hatten wir eine W-Formation, die man so ungefähr abgearbeitet hat. Wenn man jetzt hier die
Nackenlinie dann zieht. Dann ging die bis hier, da sind wir ungefähr. Also ich wäre da nach wie vor, bin ich nicht zu 100% so richtig überzeugt. Und damit sind wir durch für heute. Mick war schon oft in Indien. Markus, danke für Woodside. Gerne. Ja, ist ja auch nicht schlecht, Australien-Interesse. Aber dann muss man nur so Aktien haben, wo man schon mal so ein bisschen Planungssicherheit hat, dass man vielleicht das ganze Jahr gut läuft und nicht, wo man so permanent dahinterher sein muss, weil da finde ich, ist dann Australien immer von wegen Uhrzeit und alles nicht so ausgehen. Belrus, dann mach. Sag uns morgen, wie es gelaufen ist. Ich glaube, ja, könnte sein, aber beim letzten Mal war es umgekehrt, ne? Da, vor zwei Quartalen hat man wirklich alles von Microsoft extrem auf die Goldwaage gelegt und dann sind die nach den Zahlen gefallen, weil man da so in der Cloud bei Azure so ein kleines negatives Ding gefunden hat, dass sie nicht schnell genug wächst. Dann ging es da unten bei den Quartalzahlen zum dritten Quartal, war das Spielchen bei Alphabet so. Da hat man auch unheimlich tief graben müssen, bis man irgendwas gefunden hat, damit die Aktie ein gutes Stück zurückkommen kann. Vom Gesetz der Serie ist aber wieder Microsoft dran. Butze Jozinem. Ja, dann braucht man viel Zement, ne? Ich kann ja auch nicht alle Zahlen im Blick haben. Deswegen, schön, dass du es uns sagst. Ihr dürft ja gerne auch hier alles mitschreiben, aber ich bin auch keine allwissende Müllhalde. Umicore ist nach wie vor im Übergangsjahr, aber sie haben in Nordamerika jetzt einen Vertrag mit BMW geschlossen. Ich glaube, die Aktie braucht noch ein, zwei Jährchen, bis sie wieder so richtig in Schwung kommt. Bis dahin kann man sich überlegen, ob man sie hält oder ob man später wiederkommt. Ja, aber so ein Durchstarter allgemein ist sie nicht, obwohl ich die Aktie wirklich auch gut finde. Sie gehört auch zu meinen Lieblingswerten, aber die Zahlen passen nicht und deswegen muss man hier auch, wenn wir uns das angucken, wieder sehen, dass die Aktie noch nicht so richtig in Schwung kommt. Ich glaube, es kommt wieder, wenn die ganzen Fabriken stehen. Man baut ja in Kanada eine Fabrik zum Recyceln von Batteriematerialien, aber aktuell ist sie nichts. Erst wenn das Ganze wieder ein bisschen dreht. Chat wollte ich. Hey Markus, würdest du ja Mercedes oder BMW investieren? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin von zu Hause aus, bin ich auf den Stern geprägt, von meinem Papa. Aber aktuell finde ich die neue Klasse, finde ich gut, weil man aber auch noch nicht weiß genau, was Mercedes macht. Es ist die Sache, beide kommen 2025 mit wirklich neuen Modellen auf den Markt, mit neuen Produktionsplattformen, wo man ja so ein bisschen auch versucht, Tesla nachzuahmen, wo alles schneller geht. Hier ist dann wieder mein Herz, würde sagen, Mercedes und mein Auge aktuell würde sagen, und auch wenn man die Aktie anguckt, das Momentum liegt ein bisschen mehr bei BMW. Aber ich glaube, in der aktuellen Phase macht man bei beiden nichts falsch. Man hat hier die Qual der Wahl. Fundamental beide günstig bewertet, gute Dividendenrendite und Aussichten. Ich glaube, ab 2025, wenn die neuen Modelle kommen und wenn die dann neu bringen, die neuen Schwung rein. Man muss nur mal gucken, wann zuletzt so eine große Modelloffensive war und wie die Aktien darauf reagiert haben. Deswegen bin ich hier gespalten, aber aktuell würde ich so sagen, BMW so ein klitzekleines bisschen die Nase vorne hat. Das ist doch mal ein Plan, Skunkworks. Wenn das runterkommt, dann gehe ich mal zurück. Grillmeister, weißt du, wann kommt die Mail mit der Location für den Stammtisch? Einige Leute wollen, müssen ein Hotel buchen. Danke. Okay, ich werde sie raushauen. Deswegen müssen aber jetzt nochmal alle schreiben, die nochmal teilnehmen wollen. Ich gucke schnell mal drauf. Ich habe natürlich, wer hat denn jetzt bislang alles schon zugesagt? Da waren einige. Ich kann den Namen jetzt nicht sagen, das darf ich ja nicht. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 haben wir. Also, die Woche noch schreiben, nächste Woche schreibe ich raus. Dann könnt ihr buchen, dann weiß ich wie viel. Obwohl, ich kann es euch auch so schon schreiben fürs Hotel. Ja, wer ein Hotel braucht, schreibt sofort, kriegt sofort die Adresse. Mercedes oder BMW, dann Build Your Dream, vor allem nach dem Rutsch. Jetzt
Jerry B., Mercedes oder BMW habe ich schon beantwortet. Build Your Dreams kann man, weiß ich nicht, wie tief es geht. Wenn da irgendwas kommt und in China und Trump, dann weiß ich nicht, wie tief Build Your Dreams noch kommt. Da müssen wir noch gucken, gibt es dann vielleicht noch Strafzölle von der EU und dann ist der Ofen ganz aus. Aber dann auch für die deutschen Autobauer, weil die dann auch leiden müssen. Mal abwarten, also nicht alles kaufen. Aktuell würde ich sagen, BMW, Build Your Dreams, Mercedes. Ich muss los, danke für die tolle Sendung. Gerne, Matumba, König der Zwecknasen. Berus, da bin ich in Mannheim. Wo bist du in Mannheim? Am 1.3.? Schade. Reply gucke ich mir bis morgen an. Da kann ich jetzt aus dem Stegreif nichts zu sagen. SLB heute 6%. Kann ich dir auch nicht sagen, warum Simplicity. Aber ich kann mal bis morgen drauf gucken, wenn du magst. Aber nur, wenn du magst. Wenn du nicht magst, gucke ich bis morgen nicht drauf. Louis, du wirst dann auch kommen. Da freue ich mich drauf. Jawohl. Hervorragend. Sixt, Duran Duran. Jetzt überlege ich, ob ich ein Lied von Duran Duran gibt, das zu Sixt passt. In der Vorstandsetage soll es brennen, da soll der Umgangston nicht so gut sein. Aber wenn ich es vergleiche mit, das hatten wir auch schon mal bei SAP, dass der Chef nur rumbrüllen sollte oder sonst was, der Aktie hat es geholfen. Sixt für mich aktuell nur eine Halteposition. Muss mal gucken, wie das Ganze so auswirkt, die Preise und alles. Jetzt ist natürlich wieder wegen dem Bahnstreik und da waren natürlich mehr Buchungen, aber ob das jetzt insgesamt so der richtige Turbo war, Aktie bis auf ein Niveau, wo man nicht so genau weiß, geht es jetzt nach oben oder geht es nach unten. Also von daher, wer sie hat, soll sie behalten, aber soll auch ein Auge drauf haben, dass, wie es ausgeht, es ist um die 63, hier um die 65 Pegelt, mal ein bisschen drunter, mal ein bisschen drüber. Aktuell geht es ein bisschen runter. Dann war das James Bond Song von Duran Duran, ne? Dance into the Fire. Wenn du jetzt reingehst, kannst du ein bisschen im Feuer tanzen. Finde ich, ist zu früh noch einzustarten. Ja, Wild Boys, das kennt ja jeder. Aber Six ist auch kein Wild Boy. So, Swiss Re würde mich interessieren. Gucke ich bis morgen nochmal drauf. Aber kann schon mal sagen, solider, sehr schöner Dividendenwert wahrscheinlich. Aus dem Stegreif. Wir sind mit der Stunde voll. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann dürft ihr natürlich ein Like dalassen. Blog ist heute hochgestuft worden, deswegen steigt die Aktie. Aber eine gute Halteposition. Die ist ja auch ziemlich runtergebombt. View to a Kill, genau. Das stimmt. So hieß es. Das war der James Bond Film, ne? Aber das Lied hieß auch so, ja. Genau. Ja, Bodenbild Mongo Östert gehe ich mit d'accord. Und jetzt gehe ich damit d'accord, dass wir die Sendung beenden. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr keine Sendung verpassen wollt, diese Woche gibt es ja noch einige, auch Late Night, dann abonniert den Kanal, dann verpasst ihr nichts. Und wenn ihr das Buch vom Andreas wollt, dann müsst ihr jetzt, wenn ich die Sendung beendet habe, leider nochmal wiederkommen und einen Kommentar unter der Sendung ablassen. Und dann suchen wir uns 5 aus und ihr kriegt das Buch vom Andreas kostenlos zugeschickt. Das wäre dann alles für heute. Ist ja auch genug, ne? Und morgen haben wir auch noch genug. Und Donnerstag sehen wir uns dann gleich doppelt. Oder wer will, sogar dreifach, denn ich bin Donnerstag dreimal im Einsatz. Börsenlounge, Aktienlust, Late Night. Was soll mal einer sagen? Mir würde langweilig werden. Also, macht's gut. Wir sehen uns morgen wieder. 14 Uhr und dann gucken wir uns natürlich die Zahlen von Microsoft und von Alphabet und von AMD an. Und wer nicht so lange warten will, der guckt heute Abend bei uns auf die Seite von Wall Street Online. Denn da werden wir, wenn die Zahlen draußen sind, natürlich auch dementsprechende Artikel mit den Zahlen veröffentlichen. Dann seid ihr direkt up to date. Also, bis heute Abend, 22 Uhr auf unserer Seite. Macht's gut.